Also wenn ich mir einen Kurzfilm anschaue und denke, der sieht aus eigentlich wie die schlechte Version des Tatorts vom Vorabend, dann denke ich mir, dass ich das eigentlich nicht auf einem Festival zeigen muss. Dann wünsche ich den Leuten wirklich viel Glück, aber dafür sind wir der falsche Ort. Kurzfilme. Was würden Sie sagen, was ist für Sie die Besonderheit an dem Format Kurzfilm? Nämlich das ist ja das, worauf sich Oberhausen spezialisiert hat. Also wenn man es nüchtern betrachtet, muss man ja eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass es eine relativ fragwürdige Kategorie ist, zu sagen, man beschäftigt sich mit Kurzfilm. Denn es ist einerseits so, dass es sich um keine inhaltliche Kategorie handelt. Es geht einfach letztlich um kurze Filme. Und was kurz ist, unterlag historisch, kulturell, wie auch immer, sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Ja. Ja? Also das hat sich verändert. Das heißt, Sie können hingehen, wo Sie wollen. Sie werden eine unterschiedliche Definition von Kurzfilmen vorfinden. Also bei uns dauern Kurzfilme von, sagen wir mal, wenigen Sekunden bis zu einer Dreiviertelstunde. Wir haben aber auch schon Filme gezeigt, die wesentlich länger waren, in Ausnahmefällen. Also das kommt schon vor. Überdies muss man auch sagen, dass die Auffassung von Filmen, dass gewissermaßen der Langfilm der Standard des Kinos sei, ja historisch auch, sagen wir mal, zwar schon recht alt ist, aber nicht am Anfang des Kinos stand. Das Kino begann ja mit kurzen Filmen. Also die ersten Langfilme entstanden dann erst 25, 30 Jahre nach Entstehung der Filmtechnik und der Etablierung von Kinos. Das muss man sich heute jetzt nicht mehr als Maßstab setzen, aber es gibt ein bisschen eine Vorstellung davon, dass es sozusagen nicht naturgegeben ist, von 90 Minuten oder 100 Minuten als Standard auszugehen, zumal ja mittlerweile insbesondere im sogenannten Mainstream-Kino, also viele Hollywood-Filme beispielsweise, eigentlich fast alle Filme Überlänge haben, 2,5, 3 Stunden und so weiter. Ja, also das wird immer größer eigentlich. Ja, ganz genau. Eigentlich werden die Filme sogar immer länger. Und das hat bestimmte Gründe, über die wir vielleicht hier gar nicht sprechen müssen. Aber ich denke, der Vorteil in dieser fragwürdigen Kategorie Kurzfilm ist einfach, dass diese Filme in der Regel ökonomisch recht günstig herzustellen sind und dadurch natürlich auch der ökonomische Druck entsprechend nicht so groß ist. Ergo also auch eine größere künstlerische Freiheit entsteht. Und das ist genau das, was mich am Kurzfilm interessiert. Ich ziehe mal eine Frage vor, die ich eigentlich viel später fragen wollte, aber die passt gerade sehr gut. Sehen Sie, dass das immer noch so ist, dass quasi Kurzfilm so das Eintrittstor für Langspielfilme sind? Wissen Sie, was ich meine? Also, dass man sagt, machen Sie erstmal ein, zwei Kurzfilme und das ist quasi deine Eintrittskarte für den Langspielfilm. Ja, also es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge von Leuten, die den Kurzfilm ja vielleicht als Visitenkarte ansehen, als den Versuch, anders gesagt, möglichst schnell auch lange Spielfilme machen zu können. Das finde ich im Übrigen legitim. Sofern die Kurzfilme vielversprechend sind und überzeugend, habe ich auch nicht das geringste Problem, solche Filme zu zeigen. Ich habe größere Probleme damit, wenn man sozusagen doch sehr stark an einem Werk spürt, diesen Wunsch in bestimmte
in bestimmte Formate, in bestimmte Genreerwartungen, in bestimmte vielleicht auch ästhetische Standards hineinzupassen. Ja? Also ich will es anders ausdrücken. Also wenn ich mir einen Kurzfilm anschaue und denke, der sieht aus eigentlich wie, die schlechte Version des Tatorts vom Vorabend, dann denke ich mir, dass ich das eigentlich nicht auf einem Festival zeigen muss. Dann wünsche ich den Leuten wirklich viel Glück, aber dafür sind wir der falsche Ort. Ja? Unsere Aufgabe als Festival ist ja eigentlich streng genommen die Entwicklung der Filmsprache. Mhm. Ja? Und zwar mit Hilfe derjenigen, die auch das Potenzial dazu haben. Damit will ich nicht sagen, dass das immer eine extrem experimentelle Form annehmen muss, die ja gewissermaßen ganz offenkundig alles in Frage stellt. Oftmals sind die Veränderungen ja doch sehr graduell, aber manchmal auch sehr entscheidend. Und ich will gar nicht mal über die Zeit sprechen, für die ich hier verantwortlich bin, beziehungsweise bislang war, aber in der Vergangenheit, glaube ich, wurde das in Oberhausen nicht ganz so schlecht wahrgenommen. Wir leben ja gerade in einer Zeit, die total geprägt ist von Digitalisierung. Mhm. Wir leben ja in der Zeit von YouTube, Instagram und Co. Und wenn wir uns mal unsere Smartphones angucken, jeder von uns kann ja eigentlich sehr gute Videos, sehr gute Filme machen. Mhm. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie würden Sie sagen, hat das, diese Digitalisierung, die Qualität oder die Art von Filmen verändert, von Kurzfilmen? Ja, die Digitalisierung hatte auf ganz unterschiedliche Weise Auswirkungen auf unser Tätigkeitsfeld. Ich versuche mal ein paar Momente zu nennen. Also das eine ist auf jeden Fall die exorbitante Zunahme von Einreichungen. Ich kann heute sehr viel billiger Filme herstellen. Ich kann sie sehr viel schneller, sehr viel einfacher zirkulieren lassen. Also eigentlich ist es ein Vorgang von wenigen Augenblicken, manchmal nur einen Film von einem Teil der Welt auf einen anderen zu transportieren oder ihn dort zugänglich zu machen per Upload. Also das sind Dinge, die die Zirkulation von Inhalten exorbitant beschleunigt haben. Das hat dazu geführt, einerseits, dass einfach sehr viel mehr Einreichungen generell zu verzeichnen waren, sind, immer noch sind. Es hat aber auch dazu geführt, dass sozusagen die Halbwertzeit, wenn man so will, eines Films enorm abgenommen hat. Ja? Während ein Film früher vielleicht nach ein Jahr, anderthalb Jahren noch als neu anzusehen war, ist er heute nach 3 Monaten schon nicht mehr als neu anzusehen, weil er schon überall bekannt ist. Ja? Also das ist etwas, was Festivals auch unter einen neuen Druck gesetzt haben. Ja? Also insbesondere, wenn man sich bemüht, Arbeiten zu zeigen, die noch nicht alle kennen. Mhm. Was jetzt die im engeren Sinne Gestalt von Filmen anbelangt, so ist es so, dass es zunächst einmal vordergründig so ist, dass viele Filme vielleicht weniger professionell, weniger arbeitsteilig entstehen. Ist ja auch klar, ich kann mit digitaler Technik sehr viel in Do-it-yourself-Verfahren machen. Also ich kann eigentlich mit relativ geringem Aufwand fast professionell oder zumindest semi-professionell arbeiten. Das hat den erfreulichen Aspekt, dass sozusagen der Autorenaspekt, der uns ja generell einfach sehr nahe liegt, also diese individuelle Handschrift von Filmemachern, ja, noch ausgeprägter teilweise ist. Aber es hat auch, das muss man schon sagen, teilweise ein bisschen die handwerklichen Standards erodieren lassen. Mhm. Ja? Also nicht alles, was selbst gemacht ist oder alleine gemacht ist, schmeckt schon gut. Manchmal kann es nicht schaden, dass man tatsächlich in arbeitsteiligen Prozessen auch versucht, noch bestimmte professionelle Standards, die eher noch
im Bereich des Analogfilms sich ausgebildet hatten, noch entsprechend beizubehalten. Vermissen Sie das an modernen, also an den aktuellen Filmen, die eingereicht werden? Es gibt ja beides. Ja, also es ist ja nicht so, dass jetzt alles aussieht wie zu Hause gemacht. Mhm. Ja, oder ich finde es interessant, dass man jetzt ein sehr weites Feld hat dessen, was an, ja, an Verständnis von Film möglich ist. Also früher war ja Film ausschließlich daran ausgerichtet, was geht im Kino. Ja. Oder später dann, was geht im Kino und im Fernsehen. Mittlerweile geht es eher um die Frage, was geht nicht mehr im Kino, was geht nicht mehr im Fernsehen, was geht trotzdem im Internet und was geht auf Festivals. Ja. Oder was geht sogar an anderen Stellen. Und das hat sozusagen auch ein bisschen den Erwartungshorizont und damit natürlich auch den Charakter der Filme verändert.